Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dem heutigen Vlog. Im heutigen Video werde ich ein bisschen was Spezielleres zeigen. Ich denke, das ist ganz cool und zwar seht ihr mal so ein bisschen hinter die Kulissen, was es alles braucht. Oh, ist das. Ich werde euch meinen Versandpartner zeigen. Das bedeutet, der macht für mich den Versand oder die macht für mich den Versand. Und ich zeige euch einfach, wie das Ganze dort hinten aussieht, wie das Ganze verpackt wird, was für ein Verpackungsmaterial benutzt wird. Und. Also einfach so ein richtiges Fulfillment-Center. Das sehen wir heute. Aber bevor wir damit anfangen können, muss ich noch ein paar Produkte vorbereiten, damit wir auch was haben zu versenden. Womit fangen wir an? Wir fangen hiermit an. Rohrschraubzwinge. Die sind ganz cool, weil ihr könnt euch damit quasi eure Bretter dann verleimen und ihr holt euch dafür einfach ein Dreiviertel Zoll Wasserrohr und könnt dann hier diese Teile draufschrauben. Also dieses Teil hier wird draufgeschraubt und dieses Teil hier ist dann in der Länge frei verstellbar. Die gab es relativ unregelmäßig bei mir auf dem Shop, weil ich einfach ganz krasse Probleme mit dem Lieferanten hatte. Dann hat er immer mal was vergessen mitzusenden und. Das hat sich dann alles immer Ewigkeiten in die Länge gezogen. Und deswegen wird es die wahrscheinlich auch nicht mehr auf meinem Shop geben. Das ist jetzt das letzte Mal. Und damit ich die auch verkaufen kann, kontrolliere ich die alle. Also ich hole alle raus, kontrolliere sie einmal und mache dann noch die Gummikappen drauf. Denn, Fun Fact, bei denen hat es auch oft immer gehapert. Da haben wir nämlich hier noch diese Gummikappen, die sind einfach dafür da, damit ihr euer Holz beim Spannen nicht kaputt macht. Und genau, das sind dann quasi die Auflageflächen, normale Plastikkappen eben. Und yes, dann wird es wieder zurückgepackt. Könnt ihr mich überhaupt erkennen? Komm, ich drehe mich mal ins Licht. So, es ist jetzt abends 10 Uhr. Ich gehe jetzt pennen, weil morgen früh geht es um 5 Uhr los. Das ist gut gefüllt. Klappe zu, auf den Tod. Jetzt geht's Bubu machen. So, wir haben jetzt 5 Uhr. Ich bin jetzt mal ein bisschen leise im Flur. Ich muss sagen, ich bin ganz verglitscht heute Morgen. Als ich übrigens das letzte Mal mit dem Bus dahin gefahren bin, habe ich glaube ich 10 Stunden gebraucht, weil ich 2 Autobahnvollsperrungen hatte, 2 Unfälle auf der Strecke. Also das war echt nicht cool. Mit dem Auto hier geht es zum Glück ein bisschen schneller, weil der halt auch mal auf 100 keine 20 Sekunden braucht. Da würde ich sagen, wir sehen uns in Mönchengladbach. Auf der Fahrt filme ich nichts. Let's go. So, ich bin jetzt bei meinem Versanddienstleister angekommen. Haben die Sachen jetzt als ausgelagert, also ausgepackt und Einwurf vor. Das ist ein Double-Check. So, ihr könnt mich heute Mr. Unprofessionell nennen, denn ich muss jetzt einmal nochmal alles machen, weil das Mikrofon nicht den Ton aufgeholt hat. Genau, ich bin jetzt hier bei meinem Versanddienstleister angekommen. Nochmal. Hier seht ihr auch mal den Namen. Das heißt, wenn ihr auch so einen Dienst quasi braucht oder so jemand, der für euch den Versand macht, die können da gerne mal anrufen. Die sind super cool und machen das auch sehr, sehr gut. Das seht ihr auch gleich. Ich will hier noch kurz sagen, ich will nicht alles von der Halle zeigen, weil da natürlich auch Produkte von anderen Kunden stehen, die ich jetzt hier nicht im Internet preisgeben will, geschweige denn es darf. Deswegen gehen wir jetzt mal rein und ich zeige euch mal, wo meine ganzen Produkte liegen. So, wir gehen jetzt einmal in die Halle rein. Nochmal. Und da stehen auch schon die Produkte. Ich finde das Bild da so schön, dass ihr was dran gemacht habt. Da muss auch eins sehen. Stimmt, ja. Also hier seht ihr jetzt die Finish-Dosen, so kann man es sagen. Hier seht ihr noch ein paar andere Produkte, das sind die Rohrschraubzwingen. Die gibt es noch ein letztes Mal. Und natürlich gibt es auch zu jeder Bestellung ein paar Sticker dazu, ein bisschen was zu naschen, damit auch jeder was davon hat. Ich bekomme jetzt noch gezeigt, also noch einmal gezeigt, wie man eine Dose Finish verpackt, damit das Ganze auch gut ankommt. Und da könnt ihr auch gleich eine Dose Finish gewinnen. Wie ihr die gewinnen könnt, seht ihr aber gleich. Das ist die liebe Sandra. Hallo. Die zeigt mir jetzt mal, wie man ein Paket verpackt. Zu denen da sage ich gleich was. Was ist mit denen auf sich? Wer bist denn du? Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin die Sandra. Ich arbeite hier bei Sachs Fulfillment und wir verpacken die Pakete einmal, damit die dann schön bei euch ankommen, heil bei euch ankommen und ihr dann Freude mit
dem habt, was ihr bestellt habt. So, als erstes Kartonage. Genau, die einmal von einer Seite zu kleben. Bei den Paketen benutzen wir jetzt auch Papierklebeband, weil ihr habt gesagt, ihr wollt weniger Plastikplatz brauchen, ne? Genau. Deswegen haben wir auch, wie gesagt, schon Papierklebeband. Nehmen auch kein Plastik als Füllmaterial. Wir haben jetzt hier für deine Pakete Holzwolle. Genau. Es gibt aber natürlich auch noch Packpapier oder Styroporchips, aber die werden kaum noch benutzt. Also das ist nur wirklich, wenn mal viel Luft in einem Paket ist, benutzen wir das dann halt. Aber größtenteils entweder... Das sieht auch schöner aus. Ja, ne? Finde ich auch. Also ich finde, das macht schon einen schönen Eindruck, wenn man das Paket dann aufmacht und dann irgendwie so... Ja, es ist halt kein Amazon-Produkt, was halt einfach nur ins Paket reingeschmissen ist. Sondern mit Liebe verpackt. Ja, ganz klar. Das gefällt mir auch echt gut. Ja. So. Das machen wir dann nämlich jetzt als erstes. Okay. Einmal unten ins Paket. Damit das Ganze dann so aussieht. Die Dose Finish. Wie gesagt, die Dosen Finish hier könnt ihr gewinnen. Wie ihr die gewinnen könnt, sage ich euch gleich nochmal. Dann haben wir als erstes die Gummibärchen. Die Gummibärchen, genau. Einmal so zur Seite. Dann haben wir hier die kleinen Zugaben. Sollten wir jetzt noch? Ja, das müssen wir nochmal drauf schreiben. Da ist noch eine. Sonst. Stimmt. Wir haben jetzt 4 Pakete. Und die könnt ihr noch gewinnen. Ich sage euch gleich, wie ihr die gewinnen könnt. Eigentlich wären es nur 2 Pakete, aber weil die Kamera nicht funktioniert hat, sind es halt jetzt eben 4 Pakete. Und ihr könnt einfach sehen, von wem das Paket gepackt ist. So, und dann haben wir noch ein bisschen an den Seiten noch ein bisschen Leerraum. Da kommt dann auch noch ein bisschen Holzwolle rein. Damit die Dose natürlich auch gerade stehen bleibt, nichts ausläuft und alles heil und sicher beim Kunden dann ankommt. Super, ja. Bin ich mal gespannt, ob ich diesmal die richtige Menge direkt bekomme. Wenn man es öfter macht, irgendwann klappt es dann. So, cool. Wir haben fertig. Habe ich fertig. Einmal zu kleben. Oh, ich habe das Paket schon kaputt gemacht. Gutes Glück steht drauf, von wem es ist. Dann sind wir auch fast fertig. Okay. Und damit das Paket auch so transportiert wird, wie wir es verpackt haben, haben wir einmal hier unsere schönen Kleberchen. Die wir einmal an die Seite kleben, damit auch der Fahrer weiß, wie rum das Paket stehen muss. Vier von euch haben die Möglichkeit, hier so ein Paket zu gewinnen. Das ist mein Konterholz Holzfinish. Könnt ihr einfach so gewinnen. Ihr nehmt an dem Gewinnspiel dran teil, wenn ihr der Sandra was Liebes in die Kommentare schreibt. Ich habe deinen Namen jetzt diesmal richtig gesagt. Ja, oder? Hast du. Nochmal, ich habe eben die ganze Zeit bis eben gedacht, dass sie Sabrina heißt. Aber ist ja nicht Fall. Schlimm. Genau. Schreibt was Liebes in die Kommentare, schreibt Sandra was Liebes in die Kommentare, dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel dran teil, die schreibt euch dann in die Kommentare oder ihr bekommt dann eine Information, wenn ihr gewonnen habt. Die Pakete bleiben dann bei euch liegen, bis ich euch sage, wo die hingehen. Genau. Und dann werden normal die Zettel ausgedruckt, die Versandscheine. Genau. Und dann gehen die Pakete per DHL raus. Genau. Kann man vielleicht noch dazu sagen. Genau, per DHL. Ihr versendet fast, kann man sagen, in Deutschland nur mit DHL? Ja. Also, außer es sind natürlich Prime-Pakete über Amazon beispielsweise, die gehen dann im Normalfall mit DPD raus. Aber der Großteil unserer Pakete geht tatsächlich mit DHL raus. Das kann man vielleicht noch dazu sagen, ihr verschickt auch Pakete, die die Leute auf Amazon kaufen, oder? Genau, genau, das machen wir auch, ja. Also je nachdem, wie der Kunde das möchte. Okay. Es gibt Kunden, die schicken Pakete oder die schicken ihre Produkte an Amazon und Amazon wird dann selber über Amazon verschickt. Es gibt aber auch viele Kunden, die hier ihre Sachen haben und die wir dann über Amazon bestellen und wir die verschicken, genau. An so einem Montag können schon bis 100 Pakete rausgehen, also es ist schon relativ viel oder auch mehr. Und in der Weihnachtszeit sind es dann natürlich noch mehr Pakete. Ja, mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wir rechnen mit vielen Bestellungen. Gerade wegen der aktuellen Lage, dass noch mehr dann reinkommt. Ja, eben. Man merkt, die Leute bestellen immer mehr online und erst recht, wenn es dann um Weihnachten rum wieder voller in den Geschäften wird. Ja. Viele denken sich dann, nee, mach ich lieber von zu Hause frühzeitig. Und wir rechnen mit einem hohen Ansturm, aber mal gucken, wie es wird. Ja. Ich würde euch die Halle ja zeigen, aber wie gesagt, das geht nicht so ganz, weil ich von manchen Leuten ihre Produkte nicht filmen möchte. Weil das war halt schon eine echte Wunschhalle hier. Ihr habt hier ein Büro. Kannst ja schnell machen.
Soll ich schnell? Okay, ich filme gleich einmal schnell rum. Genau. Vor allem habt ihr Fußbodenheizung. Ja. Richtig, richtig nice. Ja. Damit die Produkte halt eben, je nachdem was es ist, dass die halt quasi nicht, genau, nicht zu kalt sind, genau, ne? Nicht zu kalt werden. Ja. Und für uns ist es natürlich im Winter auch schön. Ja, ganz klar. Weil man denkt ja immer, Halle, hier ist es kalt, hier müsste man mit einer Winterjacke rumrennen, aber ist gar nicht so. Also wir haben es hier schön kuschelig, warm und angenehm zu arbeiten, deswegen. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ganz klar. Gut, dann zeige ich euch einmal hier kurz die Halle. Ich mache einen kurzen Schwenker. Ja. Also die Halle ist, schätze ich mal, 5-6 Meter, oder? Das ist die Halle. Ja, das passt, okay. Ich hab dich voll auf dem Bild. Ich lauf vor der Kamera weg. Was man vielleicht noch dazu sagen könnte, das hat die Michaela mir gesagt, da oben, das ist alles noch das alte Filmmaterial, was man nicht mehr benutzt, genau, weil das Kunststoff ist, ne? Genau. Das kann man vielleicht auch mal dazu sagen, dass da echt drauf verzichtet wird. Ja, man sieht das, glaube ich, so ein bisschen. Ja, gut, das sind nur alte Bestände. Ja. Aber dann nimmt man lieber das hier. Genau. Das ist echt gutes Zeug. Dann würde ich mich recht herzlich bedanken. Vor allem, dass wir das Ganze zweimal gemacht haben. Das war echt ärgerlich. Danke einmal für den Exkurs. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die ja mal gerne hier in die Kommentare reinschreiben. Ich denke, in so 1-2 Monaten werde ich sowieso wieder da sein. Ja. Und vielleicht gibt es ja da konkrete Fragen, die ihr dann beantworten könnt. Natürlich, klar. Was das Ganze hier noch beinhaltet. Ich hoffe, ich konnte deinen Zuschauern einen kleinen Einblick hier gewähren und ja, dass es euch gefallen hat. Schön, dass wir den Philipp als Kunden haben. Genau. Gerade heute hast du mich ja gesagt. Ich muss auch mal erwähnen, das ist sehr schön mit Unterholz. Ja. Gutchen. Genau. Wir wünschen euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Schreibt was in die Kommentare, schreibt der Sandra was in die Kommentare. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, ich muss jetzt sagen. Schreibt der Sandra was Liebes in die Kommentare und yes, das soll es für den heutigen Vlog gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Tschüss.